Hallo meine Lieben. Ja, ich habe euch jetzt schon länger nicht mehr geupdatet. Wir haben jetzt Zyklustag. Hau mich tot. Ich bin jetzt ES plus 6, glaube ich. Und ich habe jetzt mal einen Test gemacht, den wird man auf der Kamera eh nicht erkennen. Aber ich. Ups, einmal Fenster. Ich meine, da einen kleinen Schatten zu erkennen, aber ich bin mir halt auch nicht sicher. Es könnte auch eine Verdunstungslinie sein. Ich werde jetzt erstmal abwarten. Noch nicht zu früh freuen und einfach abwarten. Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein, ganz kurz und knapp. Ja. Wahrscheinlich sieht man da jetzt eh nichts. Ja. Aber ich meine da halt wirklich so einen ganz kleinen Mini-Mini-Mini-Schatten zu erkennen. Ich glaube, den sieht man sogar auf der Kamera ein bisschen, oder? Ja, Fokus ist halt auch nicht der Beste. Naja, egal, auf jeden Fall. Schön, dass ich jetzt so runtergucke, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Gut. So. Ja, ich würde dann die Kamera wieder anschalten, wenn ich genaueres weiß. Wenn der Test vielleicht positiv wird. Wir haben ja Hoffnung. Alles klar. Dann bis. Zunächst Okay, mal schon. Leute, wir haben heute den 19. Mai. Ich weiß schon nicht mehr, welches Datum wir haben. Ich komme gerade aus der Dusche, nicht wundern wegen meinen roten Augen, aber ich habe mich heute geschminkt und ja, da ich die Schminke nicht so vertrage, sehe ich immer aus, wie als hätte ich irgendwelche komischen Substanzen mir eingeschmissen. Und ja, ein neuer Abschnitt von meinem Zyklus-Update. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich sagen soll. Das ist jetzt auch nur für die Kamera. Und wenn ihr das seht, ist es so. Dann denke ich auch blöd. Egal. Ich sage es jetzt einfach. Weil ich habe nämlich heute Morgen einen Test gemacht. Okay, ja, scheiße, Leute, das sieht man jetzt auch im Licht und in der Kamera. Hi Katze, ich blende dich. Mr. Belvedere. Mr. Belvedere kommt auch gucken. Und irgendwie, also, da ist doch ein Strich, Leute. Das Blöde ist, weil ich ja gedacht habe, da kommt nichts mehr, habe ich jetzt schon gestern keine Utrogest mehr genommen. Aber jetzt, wo ich den Strich sehe, also ich habe eben jetzt wieder eine genommen und hoffe, dass der Strich morgen deutlicher wird, wenn ich morgen einen mache. Das sind die Tests von den Tagen davor. Das sind alles 25er übrigens. So, da sieht man ja wohl einen Unterschied. Hier bei dem. Bei dem hier meine ich sogar ein bisschen was zu erkennen durch die Kamera. Ein bisschen. Ganz, ganz bisschen minimal. Und bei dem hier ist gar nichts. So, also kann das doch keine VL sein, oder? Eine Verdunstungslinie für die, die es nicht kennen. Inklusive meinem Mann. Er hat es gerade gesagt. Ich muss nur gerade Kamera switchen und ich greife die ganze Zeit in die Kamera. Oh Leute, ne? Ja, und ich lasse euch jetzt mal so ein bisschen, ha? Ja, aber du. Aber du. Und ich lasse euch jetzt einfach mal so ein bisschen teilhaben an meinem Gedankenkarussell, weil ich habe gestern noch zu meinem Mann gesagt, pass mal auf, wenn es bis nächstes Jahr nicht geklappt hat, dann gehe ich mal zum Arzt und lass mich untersuchen. Also komplett mit Bauchspiegelung und allem Pipapo. Weil wir sind so, wie es ist eigentlich, sind wir zufrieden. Und wir sagen, ja, natürlich.
wir haben noch ein Kind in Planung und dann machen wir definitiv den Sack zu. Ja, ich weiß, das haben wir schon so oft gesagt, aber dann ist definitiv. Ja, nee, aber dann ist definitiv Schluss. Das haben wir beide ganz, 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 ganz fest beschlossen. Ich, ja, ich sag mal so, wenn es jetzt wirklich klappt, dann bin ich 31. Nee, bin ich 31. So. Und, zurück. Hi. Ja. Leider muss ich euch mitteilen, dass das so nicht geklappt hat. Anscheinend konnte die Rettungstablette nichts mehr bewirken. Ich war jetzt 5 Tage über meiner Regel und ich muss ein bisschen leiser sprechen, weil wir haben jetzt schon Abend und wir haben heute den 23.05. und wir haben jetzt 21 Uhr und die Kinder liegen schon im Bett. Ja, und ich hatte ja die ganze Zeit so ein bisschen Schmierblutung, bis auf den letzten Tag, an dem ich euch gesagt habe, dass ich da einen Strich gesehen habe auf dem Test. Und mir war bis gestern eigentlich auch noch übel, aber ich hatte dann halt auch einen Tag später angefangen, Schmierblutung zu bekommen. Und einen Tag später war auf dem Test gar nichts mehr zu sehen. Da war für mich eigentlich die Sache schon fast klar, muss ich sagen. Ich hatte aber trotzdem immer noch Hoffnung. Die Temperatur war soweit eigentlich auch noch in Ordnung. Und wieder einen Tag drauf ist die Temperatur dann vollkommen abgeflacht. Und da wusste ich schon, das wird bestimmt ein Abgang. Und gestern war die... Nein, Quatsch. Ein Tag, nachdem ich euch das gesagt habe, habe ich Schmierblutung bekommen. Da ist die Temperatur dann komplett abgeflacht, genau. Und dann den Tag drauf... ging die Temperatur dann auf einmal urplötzlich hoch. Also richtig hoch, höher wie bei meinem Eisprung eigentlich. Da dachte ich, okay, vielleicht erholt sich das alles nochmal. Und dann habe ich noch einen Test gemacht und da war wieder so ein leichter Hauch zu sehen. Und gestern hatte ich dann mega Kopfschmerzen, weil wir den Tag davor auch ziemlich lange draußen waren und in der Sonne. Und ja, da habe ich mich dann dazu durchgerungen, eine Tablette zu nehmen, weil ich hatte richtig Migräne. Ich hatte den ganzen Tag Migräne und es hat einfach nicht aufgehört. Sorry, dass ich so bescheiden aussehe. Aber ja, jetzt heute Abend, ich wollte mich jetzt nicht nochmal irgendwie fertig machen. Ja. Und heute, ja, war es so, die Temperatur ist wieder ein bisschen gefallen und die Schmierblutungen wurden etwas doller. Und da wusste ich, okay, das hält halt, da hält jetzt gar nichts mehr. Und dann bin ich heute gegen 19 Uhr, also eigentlich gegen 18 Uhr, habe ich Schmerzen bekommen. Also richtig dolle Unterleibsschmerzen. So wie bei meiner Fehlgeburt damals. Also ich kenne so kleine Mini-Abgänge eigentlich, die sind nicht wirklich schmerzhaft. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, es kommt auch auf die Frau an, aber normalerweise sind diese kleinen Mini-Abgänge nicht schmerzhaft. Und normalerweise gehen die auch mit der ganz normalen Periodenblutung ab, also da sieht man eigentlich auch so gar nichts. Bei beim letzten Abgang,
den ich euch erzählt habe, ich glaube vor 4 Monaten. Da habe ich auch nur so einen ganz mini kleinen, wie so eine kleine Kugel gesehen. Das war halt gar nichts. Also das hätte, wenn man es nicht gewusst hätte, wenn man sich damit nicht auskennt, wäre einem das überhaupt nicht aufgefallen. Aber jetzt war das anders. Gegen 18 Uhr saß ich mit den Kindern im Wohnzimmer. Wir haben so ein bisschen gespielt und ferngeschaut und sowas. Und ich habe dann halt auf einmal Schmerzen gekriegt. Und die Schmerzen wurden halt doller. Und es war halt so im Unterleib. Aber ich konnte das nicht richtig zuordnen. Es hätte auch vom Darm sein können. Weil ich ein bisschen Probleme habe mit dem Magen auch momentan. Und dachte ich, okay, ich gehe mal auf Toilette, vielleicht will da irgendwas anderes noch raus. Und ja, ich setze mich halt hin und ich muss meine Kamera ruhig halten. Und ja, dann merke ich halt, dass da irgendwas rauskommt. Und da habe ich dann gesehen, dass das definitiv ein Baby war. Also es war auf jeden Fall kindliches Gewebe. Da war eine Fruchthöhle dabei und ja, also man konnte definitiv erkennen, dass das ein Abgang war. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja, und ja, danach hatte ich etwas stärkere Blutungen. Ja, und jetzt geht's eigentlich wieder. Ist ja praktisch wie nach einer Geburt. Nach einer Geburt blutet man auch etwas stärker erstmal und dann ja, pendelt sich das ja ein. Ja. Und so war das, beziehungsweise so ist das jetzt halt einfach auch. Ja. Hat nicht sollen sein. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie das alles. Ja, wie das alles wird und ob auch alles schön rauskommt. Und ja, ich sage jetzt nicht, dass wir auf den nächsten Zyklus hoffen, weil das war jetzt der zweite Abgang. Nicht wundern, dass da an der Tür kratzt. Das ist meine Katze, die möchte gerne rein, aber sie darf nicht in die Küche. Ja. Wir wollen jetzt einfach beim nächsten Zyklus mal aussetzen und ja, meinem Körper eine Pause gönnen. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, schauen wir einfach mal, wie gut das meinem Körper tut. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ein Auto. Also schauen wir einfach mal, ob wir einen Termin beim Arzt machen und da einfach nochmal drüber gucken lassen. Ja, das war's für den Moment und ja, wenn euch das Video gefallen hat, das kommt irgendwie doof jetzt das zu sagen, aber dann gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt uns folgen, Facebook, Instagram, ihr wisst Bescheid, alles unten verlinkt und bis zum nächsten Video. Ciao.